Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass man gegen den Herrscher sich lehnt und dass man ihn bekämpft. In einigen Überlieferungen gab es die Ausnahme. Ab wann ist es legitim, einen Herrscher zu bekämpfen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, außer wenn ihr einen deutlichen Kufr seht, wo ihr bei Allah einen deutlichen Beweis dafür habt. Ist das die einzige Bedingung? Ist das jetzt legitim, direkt den Herrscher zu bekämpfen? Was haben die Gelehrten zusammengestellt von Bedingungen, wenn es erlaubt wäre, einen Herrscher zu bekämpfen? Das muss ein Kufr sein, wo sich nicht die Gelehrten darüber streiten. Das kann so interpretiert werden, das kann so interpretiert werden. Das heißt, dass es ein deutlicher Kufr ist, wo es kein Ijtihad darüber gibt. Die zweite Bedingung, dass man in der Lage ist, ihn zu beseitigen. Das heißt, in dem Fall, wo es einen Herrscher gibt, auch wenn er jetzt von sich Kufr hat oder so weiter, aber er hat Armee, er hat starke Waffen und das Volk hat nicht die Möglichkeit, ihn zu beseitigen oder seine Armee zu beseitigen. Dann sagt man hier, wie der Prophet Muhammad gesagt hat, verrichte das Gebet im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Wenn du nicht kannst, dann im Liegen. Das heißt, die Pflicht, die uns Allah verpflichtet hat, ist erst dann Pflicht, wenn man die Fähigkeit dazu hat. Und wenn die Fähigkeit nicht da ist, dann entfällt die Pflicht nicht, weil das nicht zu machen ist, sondern weil man das nicht machen kann. Die dritte Bedingung, dass nicht eine größere Schaden entsteht durch die Beseitigung von diesem Herrscher. Das heißt, man wiegt ab, bleibt der Herrscher und haben wir diesen Schaden von diesem Herrscher? Oder beseitigen wir den Herrscher, haben wir danach weniger Schaden oder mehr Schaden? Und einer der größten Schaden ist was? Ist das Blutvergieß. Dann die vierte Bedingung, damit das nicht jeder sagt, sein eigenes Ermessen macht, dass da zumindest muss eine Fatwa geben von Gelehrten, die Schaden und Nutzen abwiegen können. Das machen nicht Gruppen von Leuten und sagen sich, nein, wir haben die Nase voll und jetzt gibt es keinen größeren Schaden als dieser Herrscher. Das ist eigenes Ermessen. Deswegen, wenn es eine Khuruj geben sollte, dann muss das durch eine Fatwa von Gelehrten, die anerkannt sind, die befestigt sind im Wissen, dass sie das dann geschätzt haben und gesagt haben. Die fünfte Bedingung, dass wenn dieser Herrscher beseitigt ist, dass man einen Ersatz hat, der herrscht, wo es dann nicht ein Chaos gibt nach der Beseitigung von dem Herrscher. Das letzte, womit ich inshallah abschließe, was ist unsere Aufgabe? Wenn wir jetzt nicht die Fähigkeit haben, Herrscher zu beseitigen, die allererste Sache, was wir machen können, ist, dass wir daran arbeiten, die Leute zu richten, zu korrigieren, sei es auf Ebene des Volkes oder auf der Ebene des Herrschers. Dass wir immer in Nasiha bleiben. Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, Ad-Din und Nasiha, und hat zwei Parteien von denjenigen, die Anrecht auf Nasiha haben, genannt. Die Führer der Muslime und die Allgemeinheit der Muslime. Das heißt, dem muss man Nasiha geben, dem muss man Nasiha geben. Und man muss ein sauberes Herz für beide haben, dass man sozusagen die Umma richten will. Die zweite Sache, wir müssen Tauba machen für unsere Sünde. Das haben Gelehrten gesagt. Allah ta'ala hat schlechte Herrscher nicht geschickt und nicht Macht gegeben, außer weil wir Sünden haben, womit Allah ta'ala uns damit bestraft. Deswegen guckt immer zurück. Die beste Zeit, wo es die besten Herrscher gegeben hat, waren die Völker, die besten Völker. Die Sahaba, radiallahu anhum, die rechtschaffen waren, hatten Abu Bakr und Umar und Uthman als Herrscher gehabt, der Ali, radiallahu anhum. Und umso mehr dann Übel gekommen ist, dann haben sich die Herrscher geändert. Was auch sehr wichtig ist, dass wir unsere Manhaj kennen. Der Muslim hat ein Manhaj, eine Methodik, die er nachgeht. Welche Methodik gehst du? Gehst du die Methodik von Ahl Sunnah und Jama'a? Das hast du gelesen, was sie für Grundlagen haben. Gehst du eine Methodik von einer irregeleitete Gruppe, wie die Schia oder Khawarij oder Mu'tazila, dann hast du sozusagen einen anderen Weg. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir von denjenigen warnen, die einen anderen Weg in diesen Angelegenheiten haben, was Herrschaft angeht. Weil diese Leute spalten die Umma. Wenn jemand dazu aufruft, Geduld zu haben bei einem schlechten Herrscher und der andere sagt, nein, wir dürfen nicht über die Wahrheit schweigen, wir müssen die Wahrheit sagen, kommt er dir mit einer anderen Methodik als die Methode von den Salaf und aus der, was der Prophet gesagt hat. Dann wisse hier,
der hat einen falschen Weg. Dieser Weg ist zurückzuführen zu den Schia oder Khawarij oder Mu'tazila. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, welche Prediger auf diese Wege ist und welche Prediger auf diese Wege ist. Und dass wir warnen von denjenigen, die die Umma spalten. Dann eine Sache, was der Sheikh Albani immer wieder erwähnt hat. At-Tasfiyah und Tarbiyah. Diese zwei Wege richten. Ja, das Filtern und das Erziehen. Das Wissen braucht Filterung. Filterung von Schirk. Filterung von Erneuerung. Filterung von schwachen und nicht authentischen Überlieferungen. Filterung von falschen Grundlagen. Filterung von falschen Interpretationen. Sodass wir ein sauberes Wissen bekommen. Und wenn wir dieses saubere Wissen haben, dass wir uns darauf erziehen.